gerade an den Dünen oder auf der Dune du Pilat, der grössten Sanddüne von Europa. HP ist natürlich auch da. Hier ist er. Und hat Sally und hat seine Filmkamera mitgenommen. Haben wir oben auch noch ein paar Aufnahmen können machen. Wir hoffen, man kann sie anschauen. Bei schönstem Wetter sind wir hier aufgestiegen. Sogar für mich ist es gegangen, schön langsam. Da hinten haben wir das Meer, tiefblau. Von dieser Seite haben wir noch Fotos gemacht. Und jetzt steigen wir langsam wieder hier runter. HP sagt auch noch tschüss. Ja. Adi, miteinander. Ich sage tschüss. Der HP steht hier in Biscarros Plage, in einer Seitenstrasse. Und warum stehen wir hier in der Seitenstrasse? Weil der HP behauptet hat, unser Auto steht hier. Aber das tut es nicht. Hier irgendwie auch nicht. Und hier schon gar nicht. Da geht nämlich die Strasse nicht weiter. Also, wir machen es nochmal. Sprich, wir laufen jetzt wieder die Strasse retour und probieren es nach einem rechts. Nochmal. HP, was meinst du? Ich bin nicht verstanden. Machen wir das. Gut. Wir gehen dann mal schauen, ob wir den Herbie wieder finden. Ich nehme es an. Nächste Seitenstrasse. HP immer noch ratlos. Weil da ist es nicht. Da ist es nicht. Irgendwie müssen wir das Seitenstrasse wieder finden, wo wir hier parkiert haben. Jetzt die nächste Variante. Wir laufen noch mal hier etwas weiter vorne und probieren es nachher dort noch mal. So weit weg kann er ja nicht sein. Et voilà, on a trouvé la voiture. Wir haben den Herbie wieder gefunden.